Hallo, ich bin Matthias, ich bin 20 Jahre alt, ich mache ein FSJ bei der Ganztagsschule in Boppard und wir sind eine ökologische Schule, wir haben auch Schafe. Ja, ich bin Elena, ich bin 17 Jahre alt und mache ebenfalls ein freiwilliges soziales Jahr in der Ganztagsschule. Und da wir eine ökologische Schule sind, möchten wir in dem Bio-Kongress in Osnabrück. Was ist Ökologie? Ja, was ist das? Für dich Ökologie? Natur und Dinosaurier. Natur. Ja, was denn? Also für dich Ökologie? Was ist Ökologie? Hey, was ist das? Stell mir Text. Ein Unterrichtsfach. Ja. Hallo, ich bin Janus. Ich bin eine Pfadfinder. Ökologie bedeutet für mich die Pflanzen und Tiere, die zusammenhalten. CO2 ist nicht gut für die Umwelt, deshalb wenig Autofahren, aber mehr Laufen und Fahrradfahren. Und deshalb, wir machen immer Rindsputz munter und wir helfen ein bisschen der Umwelt. Ja. Und was macht ihr bei Rindsputz munter? Dann machen wir Umwelt sauber. Hallo, ich bin der Fabian aus der Fritz-Grassmann-Schule. Ich bin hier in der Schaf-AG. Wir haben hier zwei neue Lämmer gerade bekommen, Pascal und das da hinten ist Jason. Und ich bin gerade dabei, Schaf zu füttern. Das hier ist Moses, der wurde von Hand aufgezogen mit der Milchflasche. Der mag mich hier besonders gern. Das hier ist Hildegard. Das ist die Mutter von den beiden Lämmern. Ja, Moses. Ja, hier kann man also sehen, so sieht das also aus. Das Loch ist verschlossen und jetzt im Frühjahr wird also die Biene, die innen drin jetzt geschlüpft ist und sich entwickelt hat, bohrt sich da das Loch wieder frei und fliegt raus. Und die Klötze haben wir also jetzt dieses Jahr neu gemacht. Deswegen sind die alle noch nicht besetzt. Die sind also alle jetzt im Winter, haben wir die gebohrt und haben die da reingemacht. Die sind jetzt vom voriges Jahr, das sieht man. Das sind also einzelne besetzt, da sind welche schon draußen. Und das soll also noch vollgefüllt werden. Jetzt. So, das sind die Toten Herren. Nochmal von vorne.